Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Weihnachten steht direkt vor der Tür. Die meisten haben ihre Kuchennisse sicherlich auch schon fertig. Für alle anderen und die, die noch eine Idee brauchen, habe ich heute noch einen Nussmindelkuchen, der übrigens auch bei Kindern sehr gut ankommt. Wir backen einen weihnachtlichen Stracciatella-Kuchen mit einem Guss aus Punsch oder Glühwein, ganz wie ihr möchtet. Wir bereiten einen Rührteig mit Raspelschokolade zu und verzieren diesen mit einem roten Zuckerguss und Zuckerperlen. So, dann lass uns mal auch gleich loslegen. Wir rühren 300 Gramm Butter, 200 Gramm Zucker und 8 Gramm Vanillezucker weiß-cremig. Jetzt nehmen wir unseren Flachrührer und dann wird gerührt. Wir rühren weiter und rühren die 4 Eier einzeln unter. Nun mischen wir 300 Gramm Mehl mit 15 Gramm Backpulver, 2 Teelöffel. Geben beides in die Schüssel und verrühren die ebenfalls. Damit der Teig schön geschmeidig wird, fügen wir noch 50 ml Milch hinzu. Jetzt haben wir so viel gerührt, es ist also eindeutig ein Rührteig. Jetzt machen wir mal etwas ganz anderes. Wir rühren nicht, sondern wir heben 100 Gramm Raspelschokolade unter. Heute nehmen wir einen Backrahmen, den habe ich auf 26 x 26 cm eingestellt und auch schon komplett mit einem Backpapier ausgelegt. So, das haben wir auch. Nun backen wir unseren Kuchen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Ofen. Der Kuchen stand 30 Minuten im Ofen, jetzt ist er abgekühlt und wir können unseren roten Guss zubereiten. Dafür brauchen wir 400 ml Punsch oder Glühwein, 20 Gramm Zucker und 2 Päckchen roten Tortenguss. Wir mischen Tortenguss und Zucker, gießen den Saft dazu und lassen alles kurz aufkochen. Jetzt kann dieser Duft der Tortenguss auch gleich auf unseren Kuchen. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis der Guss fest ist. Für unsere Schokoglasur habe ich noch 50 Gramm Zartbitterkuvertüre mit einem halben Teelöffel Kokosöl geschmolzen. Ursprünglich wollte ich ja einen Zuckerguss oben drauf geben, aber ich finde, dass dieser leuchtend rote Tortenguss viel besser zu Weihnachten passt. Dieser Last-Minute-Kuchen ist nun wirklich das letzte Rezept für dieses Jahr. Damit schließe ich meine Weihnachtsbäckerei. Alle Rezepte aus diesem und den letzten Jahren gibt es in meiner Weihnachtsplaylist. Das Rezept für diesen Kuchen findet ihr wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest und hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!